Ach ja. Hey Otto, wo willst du denn hin? Ja, in den Ausschuss. Aber das ist nicht der Haushaltsausschuss. Ja, das ist doch klar, aber es ist der Sozialausschuss. Warum denn nicht? Naja, du bist in der FDP. Was willst du denn im Sozialausschuss? Pass auf, bevor ich dir das erkläre, fragen wir einfach mal da drin jemanden, der sich mit dem Thema gut auskennt. Ja, jetzt reden wir mit jemandem, den es bei der FDP, wenn es nach den Vorurteilen vieler geht, ja gar nicht gibt, einem Sozialpolitiker. Pascal Kober. Du bist Sozialpolitiker? Das ist absolut richtig. Du bist es gerne? Ich bin es gerne und aus Überzeugung als Sozialpolitiker bei der FDP. Kriegst du auch öfters das Vorurteil, das geht doch gar nicht und ihr wollt doch sowieso nur die sozusagen Armen ausnutzen und euch ist das alles doch mit den staatlichen Leistungen, mit dem Sozialstaat egal? Also das wird mir manchmal tatsächlich entgegengebracht, aber es ist auf keiner Grundlage sozusagen, sondern es sind Vorurteile. Tatsächlich, wenn man sich unsere Politik anschaut, dann sieht man, dass wir ganz genau schauen, dass jeder Einzelne in unserer Gesellschaft die Chance hat, sich so zu entwickeln, wie es nach seinen Wünschen er sich das vorstellt. Und das ist unsere Aufgabe. Es geht uns nicht so sehr darum, einfach mehr Geld zu verteilen, sondern unsere Frage ist, wirkt das Geld auch für den Einzelnen, dass er seine Freiheitschancen auch leben kann? Also würdest du schon sagen, ein großer Unterschied ist die Zielgerichtetheit und die Genauigkeit? Ist einer der Kernunterschiede oder ist da noch mehr? Also absolut, es hat sehr viel mit Zielgenauigkeit zu tun, aber vor allen Dingen hat es was damit zu tun, welche sozialen Probleme adressiere ich denn überhaupt? Wenn ich alleine Sozialpolitik nur unter materiellen Gesichtspunkten sehe, wie viel hat der eine und wie viel hat der andere? Es gibt Reiche und es gibt Arme, es gibt den Hartz-IV-Regelsatz, der sollte 5 Euro mehr oder 5 Euro weniger. Dann reden wir an den Problemen vorbei. Mir geht es darum zu fragen, warum passiert es, dass junge Menschen beispielsweise, wenn sie aus sozial benachteiligten Haushalten kommen, ein höheres Risiko haben, die Schule nicht zu schaffen. Mhm. Und da sagen wir ja zum Beispiel als FDP, gerade in dem Bundesland, aus dem du kommst, genau in diese Schulen müssen wir ganz gezielt investieren, damit diese Kinder die gleichen Chancen haben wie andere Kinder aus anderen Haushalten. Und das hat was mit Zielgerichtetheit zu tun und nicht einfach sozusagen der Diskussion arm und reich, sondern die Frage, welche Lebenschancen braucht der Einzelne. Wenn du jetzt in der Fraktion deine Themen hast, hast du dann das Gefühl, so jetzt mit dann ja jetzt inzwischen fast 7 Jahren Erfahrung, das interessiert eigentlich niemanden? Nein, überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, dass da sehr genau hingeschaut wird. Und viele wollen ja auch, dass wir diesen Vorurteilen endlich mal etwas auch quasi in der öffentlichen, breiten öffentlichen Wahrnehmung effizient und effektiv entgegensetzen. Und deshalb habe ich da die Unterstützung. Wir haben zum Beispiel das Bildungs- und Teilhabepaket mit deiner Unterstützung deutlich erhöhen können, dass die Bildungschancen für Kinder einfach besser sind, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben, um zum Beispiel im Verein mitzumachen, Musikinstrument zu lernen, mehr Mittel haben, um sich die Dinge für die Schule zu kaufen, die sie brauchen. Das sind alles Forderungen der FDP. Wir sagen beispielsweise auch, das ist jetzt gemeinsam mit den Bildungspolitikern, dass wir eine Bildungsprämie sozusagen wollen, also dass die unter 16.000 Euro im Jahr verdienen, 1.000 Euro bekommen pro Jahr, damit sie sich fortbilden können. Das ist ja der Schritt zum nächsten höheren Einkommen dann im Zweifel. Genau, der nächste Schritt zum nächsten höheren Einkommen und vor allen Dingen ist es ein präventiver Gedanke, weil ich stärke diejenigen, die vielleicht gefährdet sind, bei einem wirtschaftlichen Absprung ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder infolge der sich entwickelnden Technologisierung, wir reden ja viel über Digitalisierung, vielleicht da unter die Räder zu kommen. Was glaubst du, woran liegen diese Vorurteile? Dass man immer sagt, oh, die FDP, Sozialpolitik ist egal, immer nur Steuern, immer nur Finanzen, immer nur Wirtschaft. Woran liegt das? Ist das, weil wir es nicht genug tun? Ist es, weil man uns nicht wahrnimmt? Ich glaube, weil wir in der Sozialpolitik sehr differenziert argumentieren und vor allen Dingen so beispielsweise vieles auch mit Prävention, viel Wert auf Prävention legen. Das ist dann manchmal nicht so laut. Man muss manchmal um die Ecke denken bei der FDP. Wenn wir sagen, wir wollen Steuern senken, dann sagen wir nicht damit, dass der Staat weniger Geld haben soll. Sondern wir erhoffen uns dadurch, und da gibt es ja auch empirische Belege, dass das funktioniert, dass durch niedrigere Steuern das Wirtschaftswachstum sich entfaltet und am Ende mehr Steuereinnahmen sogar zur Verfügung stehen. Dazu muss ich aber um die Ecke denken und darf mich nicht sozusagen auf die einfache, sozusagen im einfachen Gedanken stehen bleiben. Steuern senken bedeutet weniger Staatseinnahmen. Das ist nicht zwingend so. Und richtig ist, die richtigen Steuersätze zu haben. Mhm. Und wenn ich das mal sagen darf, wir haben keine großen Steuersenkungen seit 2005 gehabt. Und trotzdem haben wir im Moment die höchsten Steuereinnahmen. Wir haben auch keine Steuererhöhungen gehabt im Wesentlichen. Das heißt, was wir sagen, funktioniert empirisch. Aber man muss die Bereitschaft haben, zuzuhören und auch mal darüber nachzudenken.
was die FDP sagt. Zum Schluss kann ich da nur sagen, mit der Rückschlussfähigkeit könntest du auch Haushälter werden. Aber ich vermute, du bleibst lieber Sozialpolitiker. Ich bleibe Sozialpolitiker und freue mich, wenn ich gute Haushälter habe. Danke dir. Danke dir, Otto. Hi. Na Otto, wie war's? Ja, ich glaube, wir haben schon ganz schön Ahnung da drin und das mit der Sozialpolitik. Müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie wir da in den nächsten Haushaltsberatungen noch was rausholen können. Okay. Ja, und weißt du, was ich jetzt mache? Nee, sag mal. Jetzt gehe ich in meinen Lieblingsausschuss, in den Haushaltsausschuss. Tschüss.